Man sieht, das ist ein Sport für Jung und Alt. Die jüngste Teilnehmerin, jawohl. Spitzenmäßig. Achtung, scharfe Kurve. Ja, super. Das war die falsche Richtung. Super. So, und es gibt hier richtige Wettbewerbe, es gibt Meisterschaften, also wir haben auch einen Europameister sogar mit dabei. Er ist heute Morgen schon so viel gehüpft, der hat wahrscheinlich gar keine Lust mehr. Ja, wenn ich das Herrchen selber hüpfen. Ja, na, trotzdem ein kleiner Applaus, das ist nämlich das Schöne, die Tiere dürfen selber entscheiden, ob oder ob nicht. Oh, jetzt kommt der schwarze Pfeil, Black Arrow. Der hat manchmal eine Geschwindigkeit, dass Mutti gar nicht hinterherkommt. Gerade auf der Zielgeraden. So, und jetzt gibt alles, jawohl. Hopp, 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 Doppelhoxer und Ziel und jawohl. Also wer selber ein Zwergkaninchen hat, immer ran, fragt nach. Ein Sport, der im Kommen ist, der übrigens nicht neu ist, ist kein Trendsport, sondern Kaninhopp gibt es schon eine ganze Weile, seit vielen Jahren. Nur Deutschland hinkt da etwas hinterher. Ich habe vorhin erfahren, seit bald 40 Jahren gibt es die Disziplin Kaninhopp. Wir lernen jetzt erst, dass ein Kaninchen eben nicht nur im Käfig sitzt, sondern dass ein Kaninchen auch mal gefordert werden möchte und eigentlich ja im Grunde wie ein kleiner Hund auch nur mal Spaß haben möchte. Und das dürfen die heute. Hier fetzt der nächste rüber. Meine Herren. Abgekürzt. Ja, und unten durch. Ja, liest immer das schön durch, hast du recht, genau. Ah, und mein Kumpel Lumpi nochmal, jawohl. Lass sie nicht fangen, du bist frei. Genau, wer ist hinten hin? Hier wird nicht abgekürzt. Daneben. Der Mutti, so leicht ist nicht zu fangen. So, jetzt aber hier, komm, Lumpi, gib alles, zieh gerade. Du weißt, wo die Möhren sind. Ja, manchmal haben die so einen Spaß, dass sie sagen, wenn ich da nach vorne ankomme, wenn ich hochgenommen, dann ist Schluss, ich habe auch noch Bock zu hüpfen. Dann drehen die einfach rum und geben nochmal Gas. Und? Die Balle! Eingeschlafen. Na super, fast ganz ohne Hilfe. Einmal drin. War das denn eben auch? Ja, man sieht, die haben hier hinten in der Kurve ein bisschen Schwierigkeiten. Liegt daran, dass eben, wie gesagt, bei einem Wettbewerb der Parcours gerade Strecke ist. Da gibt es also keine ohne Kurve. Für die ist eigentlich normalerweise immer nur geradeaus, geradeaus, geradeaus. Ja, wenn du zu hoch bist, einfach abbauen. Hast du recht.
Oh, der startet ja schon hier. So schnell könnt ihr gar nicht aufbauen. Der bremst. Hey, ganz außenrum, jawohl. Hops. Und gib Gas, jawohl. Zeig mir, wie schnell du bist. Spitzenmäßig und Applaus. Nee. Das war ein scharfer Haarschnitt, den der hatte. Ja, am Bauch killern, ja. Hä? Da hüpfe ich auch immer hoch. Genau, genau, da geht es auch zum Ziel, hast du recht, jawohl, spitzenmäßig. So, jetzt wird ein bisschen runtergebaut. Das liegt daran, da jetzt die beiden Schneeflöckchen da kommen, die beiden Weißen, die sind nämlich noch ganz frisch dabei. Da freuen wir uns die ganze Zeit immer, dass die trotzdem so toll mitmachen. Denn die beiden machen das jetzt seit knapp 2 Monaten, also noch nicht mal 2 Monate. Und da ist doch schon schön, wie die beiden sich da so eine Mühe geben und dann auch schon mal über die Hindernisse rüberhüpfen. Wie gesagt, es gibt auch keine Leckerlis am Ende, sondern es wird wirklich nur mit Streicheleinheiten belohnt. Und das ist eine tolle Sache auch, dass man die Tiere ja nicht unbedingt wieder mit Kalorien vollpumpen muss, sondern manchmal ist es eben einfach nur ein bisschen Zuneigung, was ein Tierchen will. Und man sieht, für Mutti hat mich lieb, springen die sogar über Hürden und es macht ihnen noch ein bisschen Spaß. Ja, und was so hoch ist, wird mit der Nase noch mal einer runtergestopft. Super, spitzenmäßig.